Wir sind im Tierpark. Wie heißt der Sababurg Tierpark? In der Nähe von Hofgeißen. Oh. Ja. Guck mal da. Ein Wildschwein. Wollen wir da hin? Komm, gehen wir andersrum gucken. Und wir sind erst gerade angekommen. Ja. Und. Den Eintritt haben wir nur für uns Erwachsene bezahlt. 8 Euro jeweils, die Kinder erst mit 4 Jahren. Und einen Bullerwagen haben wir uns mitgenommen. Nein, nicht da reingehen. Da sind Wildschweinchen. Oh, die sehen so hässlich aus. Und so fett. Aber das, die können doch hier so rausgehen. Ja, das ist extra so gemacht. Auf jeden Fall habe ich nicht zu Ende erzählt. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene und für Kinder erst ab 4 Jahren. Genau. Baby sitzt im Wagen. Ja, wir dachten, heute nutzen wir mal das schöne Wetter, weil es schön warm ist. Man weiß ja nicht, wann es wieder so warm wird. Und dann machen wir einen Tierparkausflug. Genau. Diane war heute erst im Kindergarten und nach dem Kindergarten sind wir jetzt losgefahren. Mein Mann hat heute frei, deswegen können wir heute rumcruisen. Aber das Wetter ist richtig schön. Es ist nicht so kalt, aber auch nicht, dass man so beim Gehen schon schwitzt, sage ich mal. Deshalb. Ja. Jetzt. Da, guck mal, da sind Wildschweinchen. Ja. Da vorne. Ganz da vorne können wir gleich hingehen. Da vorne gibt es Schweine. Willst du die Kamera halten? Ne. Und hier. Da kommt eins. So, zwei. Ein Wildschwein. Oh, ein Schwein. Hello. 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 Best friends forever. Da denkt sie so, was wollen die denn von mir? Dumm. Ne. Warum? Das heißt dumm. Ne. Das ist eine sie. Warum lachen die mal weiter? Sauber machen. Das wird eh alles sauber sein. Hallo. Hallo. Meine? Meine. Liebe. Okay, wo bist du denn? Im Park. Im Park. Im Park? Dann machen wir das kurz raus. Wo denn im Park? Tiere gucken? Ja, das ist schön. 3:30 schon. 3:30. Um 1 sind wir gekommen. Ne, um 2. Um 2 sind wir gekommen. Jetzt haben wir schon 3:30. Ging schnell die Zeit, hä? Jan, komm. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen und dann gucken wir mal, wo man hier was essen darf. Es gibt ja solche Stationen, wo man sich was holen kann, weil wir hatten kein Mittagessen. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Karotten und sowas mit, aber lange stillt es den Hunger nicht.
kompletten Bullerwagen. Jetzt auf der Bank, sind immer noch im Park und es nervt schon langsam. Wir haben jetzt kompletten Rundgang gemacht, haben auch was gegessen und jetzt spielt hier Dayan mit Wasser. Hier so ein extra Spielplatz, wo man noch spielen kann. Ja, zu den Kaninchen sollen ja, die jetzt. Fester. Fester, komm, ganz fest. Viel musst du ziehen. Ja und jetzt nochmal zurück. Jetzt zurück. Drücken. Ja. Ansonsten, das Wetter ist immer noch schön. Haben viele Tiere gesehen. Sogar die Erdmännchen, aber die Affen haben wir nicht gesehen. Die waren nicht mehr draußen. Ansonsten, ja. Ein bisschen kühl, wenn man sitzt, wenn es Wind ist. Aber ansonsten, wenn man läuft, ist es eigentlich angenehm. Es war. Ja. Naja. Sieht voll komisch aus. Ich zeige euch mal, was da Jan treibt, wenn man das sieht. Ein bisschen zu weit. Aber da ist so eine Brücke und da ist so eine Wasserpumpe drauf, dann pumpst du und dann läuft das Wasser so entlang. Ja. Aber naja, das Essen, das war nicht so prickelnd. Wir haben Pommes und Currywurst bestellt und es hat eklig geschmeckt. Mir hat es nicht gefallen. Dann können wir auch. Und keine Kraft, hä? Hier bleiben. Bibi nörgelt jetzt rum, sie hat auch die Windel voll deswegen. Sie ist müde, Windel voll und hat keine Ahnung, was sie selber will. Was willst du denn? Bibi. Hi. Sie will hier drauf. Hi Bibi. What's your name? Hey, nicht an der Kamera ziehen. Guck. Pure Natur. Ja. Jetzt fertig. Und fahren. Hi. Bibi hatte doch keinen Fuffung gehabt. Wir haben zwar die Windel gewechselt, aber zum Glück war nichts da. Muss da lang, oder? Ja. Jetzt kommen die in den Tierpark raus. Um die Zeit. Sind schon 7, 6. 6 Uhr. Also wir sind um 2 gekommen, jetzt haben wir 6. 4 Stunden waren wir da. Hat vollkommen gereicht. Oh, Sonne blendet.
sind im Freizeitpark Lochmühle. Das ist ein Kinderfreizeitpark mit Karussells und Tieren. Und wir sind gerade angekommen. Die Kinder sitzen hier auf dem Schlepper. Mama! Ah. Ja, gleich kannst du gucken. Da hinten gibt es noch einen Schlepper. Und hier sind viele Tiere. Zeig ab. Schaffst du das? Werden wir euch heute alles mal zeigen. Ja, du kannst nicht. Was machst du? Wo bist du? Willst du Ui machen später? No? Wenn wir Traktor fahren, ja? Ja, da oben gefällt's müssen wir dann hin. Gefällt es dir hier? Oder nicht? Gefällt es dir? Jan, ja? Müssen wir mit dem Papa reden? Da! Da? Warum redest du nicht? Aber ich finde es ganz gut hier. Na, da. Hey. Oh, guck mal, Wasser. Das ist der Bruder. Ja, ganz was Zeit schon. Ich mach schon ganz Zeit. So. Sieht man da das? Das war für die das Frau. Das war für mich. Setz du dich mal bitte hin. Dankeschön. Cool, was schön. Und was? Die geht. Ich höre, dass das dein Essen ist, oder weil du hinstellst, deswegen nass. So sieht mein Essen aus. Ich habe einmal Reis mit geschnitzelt. Was hast du? Pommes Currywurst, ne? Aber Pommes Currywurst nicht wie Chicken Nuggets waren da. Schön, danke. Ist ja. Na, und Jan hat normal Pommes und Chicken Wings. Thank you.
Auf dem Schlepper, wollen wir Schlepper fahren, ja? Ja, ich wollte mich mal. Ups, das war so ein bisschen zu nah. Ich habe voll Sonnenbrand hier. Wieder melden. Wir sind jetzt nämlich seit einer Stunde zu Hause. Wir haben jetzt Abendbrot gegessen. Und mein Mann und die Kinder waren jetzt duschen. Ja, was ich noch erzählen wollte zu dem Park, es hat uns sehr, sehr gut gefallen.
fand ich echt toll. Die Seite werde ich euch in meiner Infobox verlinken dazu. Müsst ihr unbedingt mal gucken. Und ich finde, das ist gut für die Kinder so ab 2, ab 3 Jahren, ungefähr bis 7, 8 Jahren ist es wirklich ganz gut, weil danach wird es dann für die schon langweilig. Und was ich noch cool finde, das sind Tiere vom Bauernhof und 2 Plätze zum Grillen. Also man kann entweder den Grill, der da vorhanden ist, und die Hütte benutzen, oder es gibt so einen extra Platz, da bringst du deinen Grill mit und dann kannst du da grillen, essen, fahren, Tiere gucken und sowas. Und ja, der Zutritt für das Kind ab 1 Meter kostet 12 Euro und bis 1 Meter frei und für die Erwachsenen 14 Euro. Ja, und da kannst du halt so viel fahren, wie du willst und alles, ne? Und essen und trinken ist genauso wie in allen anderen Freizeitparks, musst du bezahlen oder halt mitbringen. Ja, uns hat es auf jeden Fall gefallen und leer, nein. Wir werden definitiv bestimmt noch nächstes Jahr mal hinfahren, weil ich denke mal, das ist eine gute Abwechslung im Gegensatz zu so großen Freizeitparks, wo die Kinder, einfach so kleine Kinder, nicht so viel mitmachen können. Im Gegensatz zu da bist du eigentlich so für dich und natürlich andere Leute, aber es war echt, echt cool, muss ich schon sagen. Wir waren jetzt von 10 Uhr morgens bis um 6:30 und es war echt, echt cool. Und die Wartezeiten waren eigentlich auch angenehm an den Fahrgeschäften. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt. Und die Seite werde ich euch in meiner Infobox verlinken, habe ich ja schon gesagt. Und ansonsten wünsche ich euch schönen Abend, schönen Mittag, schönen Tag. Kommt drauf an, wann ihr das Video guckt. Und wir werden uns jetzt ins Bett begegnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.